ist stärker, Appetit oder Mitgefühl? Ich denke Mitgefühl. Vor allen Dingen dann, wenn es so ist, dass man etwas für richtig hält, dann ist der Appetit eigentlich irrelevant. Ich meine, man kann ja so hungrig sein, wie man will. Man würde nie auf die Idee kommen, sein Kind zu essen. Und für mich ist das ungefähr gleich mit Tieren. Egal wie hungrig ich bin, ich würde nie auf die Idee kommen, ein Tier zu essen, weil ich es einfach für falsch halte. Braucht es viel Kraft, vegan zu werden? Also ich würde schon sagen, dass man ein bisschen was an Vorwissen haben sollte. Man soll ein bisschen was über Ernährung wissen, das schon. Und es gehört natürlich auch ein bisschen was an Disziplin dazu, vegan zu sein in einer Gesellschaft, die selbst nicht vegan ist. Also unsere Gesellschaft ist ja nun mal irgendwie für die Mischkost und eben auch Fleisch und Tierprodukte und so weiter ausgelegt. An jeder Ecke wird einem versucht, irgend sowas anzudrehen, was in irgendeiner Art und Weise tierischen Ursprungs ist. Da gehört natürlich ein bisschen Disziplin dazu, sich daran zu gewöhnen. Aber das ist eigentlich nur eine Sache, die am Anfang eine Rolle spielt. Also wenn man erstmal über diese Phase hinaus ist, also heute, ich jetzt nach fast einem Jahrzehnt Veganismus, für mich fühlt sich das genauso normal an wie vorher, als ich noch von Mischkost gelebt habe. Insofern, ein bisschen Disziplin sollte man schon haben, ich denke schon. Brennt für dein Soja gerade der Amazonas? Ja, das ist eigentlich eine relativ häufige Frage, die man gestellt bekommt. Und tatsächlich ist es so, dass über 90% des weltweiten Sojaanbaus für die Tierindustrie produziert wird. Das heißt also, der größte Teil dessen, was an Soja überhaupt weltweit angebaut wird, geht in die Tiermast und hat wenig mit dem zu tun, was ich als Veganer konsumiere. Was rührt dich mehr als Rührei? Ich würde sagen, Tofu Scramble. Also ich bin tatsächlich jemand, der früher gerne, ich habe so eine Art Rührei mit Tomaten gerne gegessen, mit Curry gewürzt und so. Das war so eines meiner Favorites irgendwie in der Küche, die ich gerne gegessen habe und die schnell zubereitet sind. Und heute mache ich das einfach mit Tofu. Und es schmeckt für mich heute genauso, wie das für mich früher mit Eiern geschmeckt hat. Nur, dass ich dieses komische Schweflige, was Eier haben, nicht mit drin habe. Und ehrlich gesagt war das jetzt nie irgendwas, was für mich für den Geschmack wichtig war. Insofern bin ich froh, dass ich heute eine Alternative habe, die mir genauso gut schmeckt und für die eben nicht Millionen unschuldiger Vögel leiden müssen jeden Tag. Haha. Gibt vegan überhaupt genug Power? Also um Kraft aufzubauen, ist es wichtig, dass ich meinen Körper mit Nährstoffen und mit Energie versorge. Das ist definitiv richtig. Ich kann das mit einer veganen Ernährung ganz genauso wie mit jeder anderen Ernährungsform auch. Also ich selbst war ja früher Fleischesser, dann war ich 6 Jahre lang Vegetarier und mittlerweile bin ich seit guten 8 Jahren vegan. Und es ist für mich als Veganer nicht schwerer als zu meiner vegetarischen Zeit oder zu meiner Zeit, als ich noch Fleisch gegessen habe, meinen Nährstoffbedarf und meinen Kalorienbedarf zu decken. Der Grund, warum viele Leute denken, dass vegane Ernährung irgendwie nicht geeignet ist, um einen mit Energie zu versorgen, liegt daran, dass die meisten Leute eine falsche Vorstellung von einer veganen Ernährung haben. Das heißt, die meisten Leute denken an Salat und an irgendwie, weiß nicht, Blumenkohl oder sowas. Und würde ich sowas den ganzen Tag essen, hätte ich auch tatsächlich ein Problem. Dann würde ich nämlich meine Nährstoffe nicht bekommen, weil das ganze Zeug größtenteils eben auch aus Wasser und Volumen besteht. Ich ernähre mich aber von Hülsenfrüchten und von Nüssen und von Getreide und Kartoffeln und solchen Sachen, die eben eine hohe Kaloriendichte auch haben. Und auch viel Protein enthalten. Und wenn ich das mache, dann kann ich mit einer veganen Ernährung ganz genauso gut Power aufbauen wie mit jeder anderen Ernährungsform auch. Ich meine, ich mach's ja.